So, ich habe noch nicht geguckt, wie lange der letzte Part ging, weil das jetzt direkt eine Weiteraufnahme ist, aber ich denke, er ist wieder mal zu lang geworden. Jetzt gucke ich einfach mal ganz auch nur völlig nach links auf die Uhr. Und ihr seht schon, ich habe einen kleinen Trupp organisiert und meinen alten Trupp wieder mal mit 5 berittenen Barbiern einfach aufgerüstet. Immerhin haben die Jungs immerhin, ja, ein 11er Wumms und 20% Abwehr. Ist immerhin besser als nix, ne? So, ich würde sagen, ich schicke 3 vor und direkt bis ran offensiv sein. Und 2 ist defensiv und gut. 3 ran, 2 hinten ran. Oder 2 macht einfach mal, ja, nicht ganz so nah. Oh, da sind Kanonen drinne. So, das Ding verliert aber sehr gut HP. Mit genügend Power komme ich dadurch. Das Ding ist das oberste Debot hier. Kuzu down! Haha! Epic! Und ich habe von 2 nicht einen Einzel verloren, nur 3 hat einige Leute eingebüßt. Na dann lass 3 doch noch ein bisschen mehr machen. Wenn sie Bock drauf haben. Na komm schon. Alter, wo bleibt ihr denn? Ach komm, luft einfach los. Ihr habt ja auch mal gesagt, irgendwann ich soll mal ein bisschen offensiver vorgehen. Machen wir das einfach mal. Sind wir mal lebensmüde und rennen in den Tod hinein. Weil eigentlich ist das nicht so meine Art, weil ich bin da, glaube ich, recht unskillig, was so offen... Also, ich bin zwar offensiv der Typ, aber wenn... Ich mache da viel Fehler manchmal. Liegt aber daran, dass die Einheiten hier manchmal so ein bisschen ihren eigenen Willen haben. So, was soll ich jetzt hier oben? Ist das jetzt hier mein Ziel oder was? Ich bin immer ganz im Norden angekommen. So, ich hab jetzt aufstoßen. Ein Indianer. Ja, die sind hier ja sehr gut aufgehoben. Noch weiter in Norden? Naja, es geht noch in Norden zweifelsohne. Denn die Map ist ja extrem hoch. Heißt, noch mehr Leute vernichten. Gut. Ja, gut. Waren sehr viele Rote. Oh nein, ich habe keine Jäger bei. Verdammt, raus da. Oh Mist, ich habe keine Jäger bei. Oh, damit habe ich noch nicht gerechnet. Halt, Jungs. Doch, einen Jäger habe ich dabei. Der darf mir nicht hops gehen. Oder? 2 noch mehr Jäger? Nee. Hä? Nee, ich muss einen einzigen Jäger. So, du musst jetzt mal ganz unauffällig das hier machen. Hacke, Hacke, Hacke. Deine Fallen sind echt kacke. Knacks. So. Kommen da Leute an, wenn ich jetzt da die da kaputt machen will? Die Fallen? Hm? Offenbar nicht. Hehehe. Kann ich mal ganz mies ausnutzen. Oh, da sind noch viel mehr Fallen. Tschüss, ihr Spaten! So, weißt du was? Du bleibst jetzt mal in der 3 hier. Und die 3 wird jetzt mal der Nachwuchstrupp, der mir sicher geht, dass das Ding da am Leben bleibt. Und zwar der eine Jäger, der als einziges da die Falle sieht. Und ihr bleibt übrigens mal auf Stellung halten. Naja, der sieht die nämlich. Ihr seht, also sobald er in der Nähe taucht, sind... Alter, bloß Stellung halten machen. Dann nehmen wir hier hin, mach mal bitte das Ding da kaputt. Alter, so viele Fallen. Miese Scheiße. Ich hasse Fallen. Vor allem, wenn ich keine Jäger bei habe. Aber eigentlich denke ich, also wenn ich weiß, dass ich Indianer in meinem Gegnerrepertoire habe oder auch unter Umständen Desperados, dann muss man immer irgendwie einen Jäger oder einen Bogenschützen oder ein Fuck off, fuck off, fuck off. Scheiß Häuptling. Leck mich. Headshot, du scheiß Häuptling. Puh. Ah, knapp. Hätte auch schief gehen können. So, ich habe gesehen, da ist noch mehr. So, da müsste wahrscheinlich gleich noch eine Falle auftauchen. Da ist er auch schon. Howdy! Gangstermann! Oh yeah! Howdy! Die Geräusche. So, mal gucken, was haben wir hier oben. 3 zieht mal so ein bisschen hinterher, dass ich weitere... Och, kommt. Gib's doch endlich auf. Oh, obwohl einer von meinen Desperados ist mittlerweile, der sich nicht mehr... Ach ja doch, Selbstheilung läuft wieder. Und schon ist wieder was da an Heilung.
Ihr seid doch voll die Luschen. Jetzt musst du auch ein bisschen Abstand halten, sonst kommen da noch mehr Blaue. Da habe ich keine Lust drauf. Die lassen sich da immer weiter hinziehen. Das ist ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Kann ich nochmal tragen. So. Zwei. Häuptlingsfeld geht sehr schnell down, aber irgendjemand geht mal hier hops. Ich sehe da nämlich irgendeinen Pfeil auch mal rausfliegen. Ah, gleich ist er in einem Sturm. Mist. Sterb! So, nun einfach ein Bogenschütze. Billig. Oh, Holzhacker, Leute. Auf die Steg doch so gerne. So, die ihr Gold haben, so abgeräumt. Ja, dann können wir uns den Sieg auch verdient holen, ne? Bam, flatsch, bam, down. Ich weiß, das ist wieder mal Nonsens, was ich hier mache. Ja gut, dann gehen wir halt weiter. So, 2 und 3 bitte folgen. Oder habt ihr jetzt alles umgenietet? Ey, komm, dann mach den Rest hier noch kaputt. Flapshot. Hier ist aber noch ein rotes. Ach, das ist ein Feld, das ist schon. Wo ist noch ein Rest eines Hauses? Na gut. Dann lauft mal weiter, wir wollen ja weiter in den Norden flüchten. Anscheinend in den extremsten Norden. Ich dachte jetzt, hier sind wir schon am Ziel angekommen, aber irgendwie nicht, nee. Da, da, dam, da. Sind wir bald an unserem Heiligtum angekommen, worum wir auch unterwegs sind. Entschuldigung, das Räuspern gerade. Muss mal Oma sein. Da, 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 da. Hier sieht's fruchtbar aus. Mein Ziel... Schon, aber... Was soll ich jetzt hier? Was zum Geier? Naja, habe ich doch gemacht. Hä? Hä? Musik mit Jesse hoch, oder was? Würde Sinn ergeben. Okay, Mann! Gangsterboss! Okay, ich bin schon unterwegs. Geht ja schnell. Komm, wir holen noch Jesse und dann sind wir weg hier. Machst du mir gleich mein Boot? Ist noch leer. Super, perfekt. No problem! Genau so sieht's aus. It's no problem! It's me, Pizza Mario, Pasta Luigi. Okay, das passt gerade überhaupt nicht. What is your problem, Alter? What is dein Problem, Mann? Was ist ein Problem? So, Jesse, lass mal laufen. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, lauf, lauf. Sehr gut. So, laufen, laufen. Ich verstehe, hab auch nichts verpasst oder so. Das ist der einzige Grund, den ich mir erklären kann. Ich meine, ihr könnt mir jetzt vorstellen, ich sage, ja, jetzt hier oben irgendwie Gold oder so und ganz viel Wald. Wood, wollte ich gerade sagen, aber ist ja auch richtig dafür. Halt nur wieder mal Denglisch gequatscht. Und dass ich dann irgendwie jetzt von hier aus irgendwie grün und blau vernichten soll, also es geht hier mal, ich kann 2 und 3 runterziehen und die ganzen Typis hier platt machen, die haben wahrscheinlich so schon so mittlerweile, langsamer sprechen, mittlerweile schon so viel Militär an uns verballert, dass sie sowieso bald da unten sind. Also, das ist jetzt nicht so das Problem, ne? Jesse James ist in Sicherheit. Gewonnen? 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 Sie haben gewonnen! A pack! Yeah! Ich hab's geschafft, Freunde. Nächstes Kapitel. Huch. Da war wieder der unfreiwillige Cut wieder mal. Super, toll, danke wieder mal. Ach, das Webset immer in Partshell ist voll unscheiße irgendwie. So, ihr seht, wir haben eigentlich überall die maximalen Punkte. Also denke ich mal, gucken wir mal, was das nächste Kapitel ist. Billy the Kid. Okay, Freunde, ich denke, da können wir... Ich nehme gerade mal 10 Minuten auf. Let's go for Story! Nachdem wir es geschafft hatten zu entkommen, war die Luft erstmal ziemlich bleihaltig. Die Stadtfrecke schossen aus allen Knopflöchern. Alle machten Jagd auf uns. Manchmal hatte ich das Gefühl, halt Minnesota sei hinter uns her. Es war hart, einen guten Schlupfwinkel zu finden und ein paar Typen, denen wir trauen konnten. Viele von uns waren verwundet. Die James-Brüder hatten es noch viel schwerer als ich. Die waren schließlich bekannt wie ein bunter Hund. Wir beschlossen, erstmal Gras über die Sache wachsen zu lassen und uns eine Weile nicht zu treffen. Ich ritt ziemlich lange ziellos umher. Später dann
ritt ich Richtung New Mexico und kam schließlich ins Lincoln County. Hier lernte ich Billy the Kid kennen. Ich hatte schon von ihm gehört. Verrückter Bursche. Wer dem nicht passt, lebt nicht lange. Zweifellos ist er einer der Besten mit dem Eisen, den ich kenne. Und Humor hat er, der Billy. 78 machten wir eine Menge Geld mit Vieh. Wir wurden ziemlich bekannt in dem Business. Immer mehr lustige Vögel, die schnelles Geld verdienen wollten, schlossen sich uns an. Es gibt eine Menge Großmenscher in der Gegend. Die Rindviecher liefen uns fast freiwillig zu. Und der Dollar wollte mächtig. Es machte wirklich Spaß. Manchmal verkauften wir die Rindviecher immer wieder an die gleichen Rancher, denen wir sie dann wieder klauten. Zwar machten viele Jagd auf uns, aber in den Hügeln hätte eine ganze Armee jahrelang Versteck spielen können. Einsame, versteckte Ranchos, die Interesse daran haben, das Vieh zu kaufen, gibt es immer. Aber soll mir bloß einer kommen und mir erzählen, dass wir nicht hart für unser Geld gearbeitet hätten. Wir klauten die gehörnten Karnickel nicht nur den Rangern der Gegend, sondern sogar im Reservat der Mescalero Apachen. Die waren vielleicht sauer, die Apachen. Oh, diesmal also auch mit den guten Indianern verscherzt. Super, da bin ich gespannt, was daraus wird. Ihr seht, Billy the Kid dürfte hier so in unserem Zentrum sein. Da, Leute, da, Leute, da, Leute. Und irgendwie offenbar heißt das jetzt, hier sind Ziele? What the fuck? Einfach mal gucken. So. Billy the Kid, los, Leute, schnappen wir uns die Rinder und verschabeln wir sie anschließend. Erstmal gucken. Hä? Stellen sie von den Apachen? Billy the Kid muss überleben, das ist schon mal nicht so sympathisch. How about a little shooting? Ah, nice target. What is the problem? Okay. Das ist unser Bandenchef. Und dann ist hier Billy the Kid, der soll wohl, ja, das ist ein Revolverheld vom Typ her. Hoffentlich kriegt er auch Selbstheilung, hoffe ich einfach mal. Also, ich soll hier irgendwo Kühe klauen und da irgendwo Kühe klauen. Ich denke mal unbemerkt. Mal gucken in die genauen Infos. Missionsziele? Aber von unten rechts kommen uns halt auch irgendwelche anderen Leute entgegen, so wie ich das gesehen habe. Also erstmal gucken, wo ist... Gold haben wir, 2500. Gut, ist erstmal nicht so wenig. So, Freunde, ich würde sagen, ich mache nochmal ein bisschen Wirtschaftskram. Leider, wieder mal, muss sein. Ich werde auf jeden Fall schon mal damit anfangen. Ach, hier sind ja noch welche. Ach, da habe ich gar nicht sehen. Na, dann mach mal. Dann haben wir hier in Ruhe das machen. Jetzt hier bald lustiger her. Da, da, da. So, Moment, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Autotuning machen, weil es mir gerade ein bisschen laut. Ich mal für die Infos immer ein bisschen lauter. Moment. So. Ach, angenehmer. Weil wenn jetzt auf die Ohren dröhnt, ist nicht schön auf die Dauer. So, mal gucken, unsere Ressourcen sehen nicht schlecht aus. Wir könnten eigentlich direkt mal so ein bisschen Krims machen. Die Frage ist, was ist neu? Können wir noch irgendwas Neues machen? Ah, wir können einen Keller machen. Und eine Sprengstoffhütte. Also das war jetzt überhaupt kein diabolisches Gelächter oder so. Nein, niemals. Wie kommt ihr bloß darauf? Allerdings ist dafür 2500 Gold herzlich wenig. Das muss man ja mal so sagen. So, auf jeden Fall haben wir erstmal ein schönes Trüppchen hier. Und das ist unser Ziel. Ich meine, das könnten wir doch auch jetzt schon fast verfolgen mit den Leuten hier, die wir haben. Tja. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall muss ich hier noch ein bisschen was her. Das reicht auf keinen Fall. Da werde ich aber gleich mal ein bisschen was drin schmeißen, dass hier schon mal was blubbern kann an Stoff. Lass Stoff blubbern, yo ey! Und so. So, das heißt... Oh, schön. Selbstheilung, Schutzkleidung, Pistole. So, ihr holt gleich Holz, das ist wichtig für uns. Hoffe, der Wald hier ist groß genug. Gold, naja, geht so. Ich will es mir nicht verscherzen, wieso viel zu wenig. Dann kriegt er aufs Maul und sagt, kriegst noch weniger. Hoffe, wir kriegen irgendwo noch ein paar optionale. So, nehmen die Jägerhütte wie eine Pferdekutsche, passt so gar nicht. Machen wir die mal hier hin.
Huch da, hoffentlich hat man das Klicken nicht gehört. Das war mein Fernseher. Das ist auch eine Marke irgendwie. Der hat so ein Ding, also vorne drücken ja manche beim Leuten beim Fernseher den Knopf, damit man kann damit, also wegen Strom sparen meistens, sagen das manche, aber meiner macht das automatisch, wenn man den eine Weile nicht benutzt und da nichts läuft, dann programmiert er alleine aus irgendwie. Und das ist ohne Kindersicherungsprogramm, was ich ziemlich gemein finde, weil manchmal steht man dann früh auf, oh, erstmal auf die Glotze drücken, kommt ja ab und zu vor, dass ich sowas mache. Ist zwar selten, aber kommt vor. Und dann, ach oh Mist, jetzt muss ich erstmal einen Knopf wieder andrücken. Ja, das hat mich ja mal an einen der komischen Parodien von Mario Bart. Haha. So. Da haben wir ja lustige neue Gebäude, da könnte ja richtig Spaß hier werden diesmal, nicht wahr? Hotel, wollen wir ein Hotel? Kein Ding, Hotel können wir haben. Machen wir mal gleich mal. Hotel, ich will noch einen zweiten Saloon bauen. Machen wir das Hotel mal hier hin. Okay, Boss, Boss, Boss. Alles cool, Boss. Die Frage ist natürlich, was mache ich mit Billy the Kid, ne? Also erstmal ist er grau, das fällt am meisten auf an ihm. Erstmal kann ich ihm jetzt nicht so richtig den Orange-Status hinterherwerfen. Problem ist, wenn der mir hops geht, ich stecke mal lieber hier hin, in Stellung halten Modus. Der hier gibt mir sowieso die Moral, oder? Ja, eindeutig. Das heißt, Billy the Kid ist optional, vielleicht zu gebrauchen, aber nur in Notfällen. Ansonsten würde ich lieber auf Einheiten, die ich produzieren und vor allen Dingen, die sterben dürfen, zurückgreifen. Hey, jetzt können wir nämlich auch den hier machen, den Meuchelmörder. Die sind mies, die Jungs. Allerdings nur in Sachen Verteidigung und einer Offensive nutzen die halt sich wenig. Ein Keller, wo passt ein Kerker gut hin? Das ist eine gute Frage übrigens, wo passt ein Kerker gut hin? Den mag ich meist in die Nähe der Ehe, weil die sieht ja auch so steinmäßig aus. Hier kommen Keller passt gut, glaube ich, in der Nähe von ein bisschen Wald. So, dann müssen hier aber auch noch ein paar Jungs rausspringen, weil Holz läuft noch nicht so gut, ne? Muss man ja mal erwähnen. Und Holz ist immer wichtig. Da schmeißen wir mal die Leitung voll. Können hier nochmal... Ah, Schutzkleidung. Aber leider habe ich nicht genug Gold. Fail. Gleich schon. Hehehe. Okay, Boss. Danke, Boss. So, ihr seht schon, meine Ressourcen sind am Ende. Aber es hat ja gerade erst angefangen. So. Tja, jetzt müssen wir also mit viel Geld verdienen. Ach, ich wünschte, ich könnte auch mit Let's Plays Geld verdienen. Na, einfach nur, um mehr Krams zu finanzieren. Ihr wisst schon. Hatten wir ja schon mal die Diskussion, ob ihr es in Ordnung findet, wenn ich Geld verdiene. Ne? So. Ah. Das ist sehr nützlich, muss ich sagen. Äußerst nützlich. Was die Ausdauer bringt, weiß ich noch nicht recht. Das muss ich erst, ich muss mir das erstmal alles wieder ein bisschen beleuchten. Ein Drugstore, da brauche ich eine Metzgerei. Metzgerei wird uns in dem Kapitel wahrscheinlich sowieso was bringen, weil immerhin geht's hier um Viehzucht. Allerdings reicht es ja, wenn da erstmal zwei dran bauen. Das heißt, einen schnappen wir uns mal weg und dann machen wir das mal hier schnell ans Holz rein. Das dauert nicht so lange hier. Mal nehmen wir Axt 1 dazu. Gold läuft auch noch nicht besonders. Lass mal einen dritten ins Gold stecken hier. Die besoffenen Pferde finde ich so geil. So, ach Reini, komm, kannst du mal mitmachen hier. Halt, Gold fließt ganz schön weg, muss ich sagen. Desperados gehen vom Goldverbrauch, also rein aufrüstungstechnisch brauchen sie ganz schön. Muss man sagen, aber... ja, mach ich mal. Weil jetzt kann ich euch ja nicht zeigen, ihr seht schon, der Saloon hat ein Auge und wir bilden hier gerade ein Auge aus. Und das ist die Spionagetechnik der Desperados. Theoretisch müsste ich das nicht machen, ich könnte auch dafür x-mal viel Holz verschwenden, aber das ist bei den Desperados nicht empfehlenswert, weil ihr habt ja von mir meine Strategie mit der Sicht und dem mit dem Spätturm bauen im fremden Gebiet gelernt. Allerdings denke ich, also die normale Spionagemethode ist hier völlig ressourcenfrei, sobald man die Karte aufklärt entwickelt hat. Alles, was man braucht, ist ein oder mehrere Saloons. Ich werde auch für den Zweck mal einen zweiten Saloon, wollte ich mal sagen, bauen. Einfach um, ja, mehr Leute produzieren zu können, weil es ja so ein bisschen allrounder Produktionsstätte ist und so bla, ne. Wir können auch Schutzkleidung 3 machen, das ist sehr gut. Finde ich toll. So, er muss dringend mehr Holz her.
Reicht noch lange nicht, wir brauchen mehr Holz, Leute. Knüppelt rein, Jungs, aber es läuft schon wieder besser, muss ich sagen. Die Nahrung ist noch ziemlich bedeppert. Bedeppert? Du bist doch deppert. Das war, glaube ich, österreichisch, ne? Falls ich denn den einen oder anderen Österreicher da unter habe, meinen Zuschauer habe. Komm, machen wir hier noch ein bisschen mehr. Also Schnapsbrennereien müssen sein. Geht nicht anders. Okay, Boss, alles cool, Boss. Gangster-Boss. So, lass mal hier ein bisschen was vollhauen. Hau die Hucke einfach voll. Schnaps in großen Mengen. Ja, da werde ich mich drum... mir fällt gerade nichts ein. Aber ich glaube, man merkt schon, ich dudel unheimlich gerne zu der Melodie mit. Ich finde die total geil. So, hier, mal gucken. Also, was brauche ich jetzt noch? Keller haben wir. Ausdauer, pff, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnte ich mal einen Meuchelmörder machen. Einfach mal so testhalber. Ach, da sieht man es. Jetzt Sicht 25 kostet Augen, kostet die, ja. Man muss jetzt 25 Leuten die Augen ausrupfen. Ich glaube, damit ist gemeint, dass man denn im Saloon so zwiespaltige Personen trifft. Die Augen laden sich übrigens wieder auf. Ihr seht hier, das ist der, von dem ich gebaut habe. Da sind jetzt schon 23 drinne. Da kann man so zwielichtige Spionage-Leute anwerben. Und wir machen das einfach mal, indem wir mal hier ein großes Auge reinwerfen. Und dann sieht man hier, was es hier für einen View-Raum gibt. Wenn man auf die Karte guckt, ist das eine riesige Menge an Raum, die man damit erblicken kann. Und das Geilste ist eine voller... Oh, fuck off. Nein, halt. Lass meine Leute in Ruhe, Mann, ihr Spastis. Bam, bam, down. So. Die kommen also von hier unten. Gut, das wusste ich nämlich nicht mehr. Gut, dass ich es jetzt weiß. Und gut, dass du mir Leute abgeschossen hast, du Pimmel, Alter. Dreckschlipper. Gib gleich aufs Maul. Zum Glück habe ich ja schon die Selbstheilung. Die jetzt übrigens auch wieder für mein Schief wirkt. Ach, ist das geil. Ist doch steil. Ja, da wird man einfach... Also jetzt hier nix Obszönitäten und so, ne? Bitte nicht. Und wer das nicht obszön versteht, der ist nur nicht alt genug dafür. So, dann lasst mal auf was andere Dinge da unten auch gucken, weil da ist auch so ein kleiner Fleck. Einfach mal Looky Looky machen. Oh Gott, Amis. Ihr seht schon, da kann man sensationell groß mal einen Blick auf den Gegner werfen. Und sich damit schon mal voraus einen sehr guten Blick vom Gegner machen. Ein Blick vom Gegner klingt auch irgendwie ziemlich creepy irgendwie. So. Ach ja, einfach nur geil. So, und hier unten sollen irgendwelche anderen Hanswürste leben. Ach, da sind sie auch schon. Aber haben uns die uns gerade angegriffen haben, nicht eigentlich blau und nicht hellblau? Das heißt, dass die blauen Mongos, die gerade ankamen, eigentlich von unten links sind. Naja. Wie kommen die denn hier hin? Was steht hier? Eine Palisade, das dürfte von hellblau sein. Es hat niemals blau gebaut. Das wäre recht unwahrscheinlich. So, ich denke mal, Aufnahmepensum gleich erreicht. Werde denn offscreen einiges machen und wir sehen uns dann im nächsten Part schon ein bisschen aufgerüsteter wieder, dass es dann leicht losgehen kann mit ein bisschen Battle Time. Einheiten haben wir ja noch nicht so wirklich, also das wird noch ein bisschen dauern, deswegen würde ich jetzt lieber offscreen machen und mal gucken, wo ich so was finde, ein bisschen Karte aufdecken und so. Mal sehen! Auf jeden Fall kann ich das schon mal machen hier in der Zeit. Gib da noch ein bisschen Nahrung bitte, wäre jetzt echt geil. Oh, da muss noch mehr her, ich brauche mehr Nahrung. Mehr Wirtschaft! Komm schon, ich will Pistole 2 machen, komm schon, bitte. 100 Nahrung ist da jetzt echt nicht zu viel verlangt. Was? Jetzt! Jetzt aber! Ha! 40? 80? Ach, da kommt gleich dritte bestimmt. Na, bitte, hallo. Danke. Dachte schon, jemand untermauert hier gerade meine Führungsqualitäten. Vor allem mit dem Alkohol. So, ach, da haben wir schon wieder 100 da drin, super. So, ich würde sagen, hier mal ein bisschen Schnapsbrennerei, Feuer frei. 7 Stück ist erstmal, denke ich, für eine Weile ausreichend. Wie sehen aus an Holz, Leute? Was haben wir da? Boah, 15, da können aber noch mehr her, auf jeden Fall. Scheint ein üppiger Wald zu sein. Das ist sehr schön, das finde ich äußerst gut. Ah, keine Nahrung. Grrr. Arg. Arr. No homo und so. Ich wollte es bloß mal erwähnen. So.
kann man hier noch ein bisschen was drin schmeißen. So, Schnaps läuft über die Runden. Ach, da habe ich wieder mal zwei Parts Amerika auf Tasche. Hoffentlich sind die nicht so lang und brauche nicht so viel Speicher, dass ich noch ein bisschen was von dem anderen Zeug aufnehmen kann. Dann habe ich was auf Tasche und dann peitsche ich mit der Lasche. Ja, sehr einfallsreich wieder mal. So, ich habe jetzt hier... ich mach's mal so. Zwei schon mal ins Holz. Die zweite Axt. Ah, krack, ouch. Keine Nahrung. Hier immer dicke Bretter. Ach, die Nahrung ist jetzt schon wieder da. Super. Wenn es auf einmal kommt, dann kommt er aber auch, wa? Ist ätzend. Okay, Boss. Alles cool, Boss. Boss Bottles. Ne, wir machen ja auch die Boss Bottles, ne? Nämlich die Schnaps Bottles. Weil davon leben die hier. Ich frag mich, ob die überhaupt noch eine Leber haben. Aber man hat ja zum Glück immer zwei, glaube ich, irgendwie. Oder war das da? Ne, das war mit. Nee, war eine Leber. So. Hier habe ich drei produziert. Die können jetzt auch ins Holz. Und zwei. Komm, wir machen mal drei draus. Sind für den Bauen verantwortlich. Meine übliche Null, ne? Kennen wir ja. So, Freunde, ich denke mal, wir sehen uns dann wieder in the next part. Wird ja auch mal gleich mal ein paar Wohnhäuser noch ausbauen. Also, wie gesagt, beim nächsten Mal sieht es schon ein bisschen wirtschaftlicher aus und dann können wir auch bald, hoffe ich, im nächsten Part loslegen. Oh Gott, Gold, alles schon. Na super, ich habe bloß 1100 übrig. Na geil. Wo kommen die denn jetzt alle her hier? Das ist ja geil. So, ich habe einen Haufen Leute mehr. Super, ja, dann hier baut alle mit, das ist mir egal. Haha, super, ich gehe ein riesen Bautrupp plötzlich, aber jetzt hier noch mehr Holz, Leute. Das 20 nimmt da jetzt ja schon fast überhand. Ich werde mir mal ein paar Mopsen. Die bauen mir mal bitte neue Tischlerei hin. Sind ein bisschen schneller jetzt, alt. Okay, Boss, alles cool, Boss. Gangster Boss. You are the Gangster Boss. So, jetzt könnt ihr euer Holz hier liefern. Das geht doch schon wesentlich schneller, nicht wahr? So. Ey, wie creepy. So. Holz verschwindet in angenehmen, schnellen Mengen. Mein Holz sieht gut aus. Das ist immer wichtig bei denen hier. So, ich werde mal jetzt hier noch ein bisschen aufrüsten mit Gebäuden. Hotel haben wir denn schon. Eine Jagdhütte fehlt wie immer. Die könnten wir ja auch mal bauen. Machen wir mal. Hier so hin bei der Metzgerei. Das passt ganz gut. Jo, Freunde, ich denke, wir sehen uns wieder im nächsten Part zu America No Peace Beyond the Line. Denn schon Part 33 und dann sind wir auch bald mit der Desperado-Kampagne tatsächlich durch. Jetzt nur zwei Kapitel, ne? Und dann, ja, sind wir langsam laufen. Im nächsten Part geht's dann los. Da werde ich ein bisschen offensiver handeln hier als nur meinen Wirtschaftskram zu machen. Ich finde doof, dass ich den Onscreen machen muss, ich das mal. Weil ist ja im Grunde mal the same shit, ne? Also muss man ja mal anmerken. Und an mich selbst kritisieren. Vielleicht überlege ich mir, was machen wir denn? Cut zwischen den Parts, mal sehen. Irgendwas überlege ich mir da mal. So geht das ja nicht, ne? So haben wir ja nicht gewettet. So. Mach mal bitte Sammelpunkt festsetzen, danke. So, Freunde, bis dann wieder. Macht's gut, haut rein. Tschüss, Sikowski, und ciao.